Ja, wir sind gerufen worden von einem Handwerker, der sich auf einem Dach befand und dort Dachdeckerarbeiten geleistet hat und hat dabei festgestellt, dass ein Kaminzug aus Ton nicht ganz fest war und ziemlich wackelte. Und der Handwerker war ein wenig hilflos und musste dann uns als Feuerwehr rufen. Dieser Kaminzug aus Ton hat ungefähr ein Gewicht gehabt von 150 bis 200 Kilogramm. Und wenn der natürlich lose ist und runterrutscht, dann besteht Gefahr, dass aus der Höhe von ca. 15 Metern, dass dann derjenige, der unten steht, ja, kein gutes Licht mehr hat. Wir haben als erstes oben den Kaminzug gesichert, haben weiterhin die Höhenretter angefordert. Die Höhenretter haben den Kaminzug weiterhin gesichert und den Dachdecker ausgelöst und haben dann den Kaminzug zu Boden gebracht. Bye.